Eine dicke Ascheschicht hat das Dorf Churakobokan überzogen, Gebäude sind zerstört. Der Ausbruch des Vulkans Semeru auf der indonesischen Insel Java am Samstag hat mehr als 30 Menschen das Leben gekostet. Noch immer werden viele vermisst. Etwa ein Dutzend Dörfer sind betroffen, tausende Menschen haben die Flucht ergriffen. Ich bin traumatisiert. Ich habe meine Verwandten gefragt, ob sie den Mut hätten, wieder zurück nach Churakobokan zu gehen. Und sie haben alle gesagt, nein, da schlafen wir lieber unter einem Baum. Es ist wirklich verstörend. Die Rettungskräfte suchen unter gefährlichen Bedingungen nach Überlebenden. Die sich zunehmend erhärtende Lava und mit Regenwasser vermischte Asche erschweren die Arbeit. Es war schwierig für uns, an einige Orte schweres Gerät zu bringen. Manche Rettungsversuche sind unmöglich, weil die Schicht des vulkanischen Materials sehr dick ist. Das Semeru ist seit seinem Ausbruch weiter aktiv. Die Behörden verzeichnen mehrere kleine Eruptionen. Anwohner sind aufgerufen, Gebiete im Umkreis von 5 Kilometern des Vulkankraters aufgrund der Luftverschmutzung zu meiden. Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring und hat etwa 130 aktive Vulkane.